Grüß euch, ich bin der Didi Kottlauber, Produktmanager bei Ortovox und ich möchte euch heute zeigen, worauf es bei Lawinenschaufeln ankommt. Schaufeln ist der Teil der Rettung, der am meisten Zeit beansprucht und der auch körperlich am meisten fordert. Selbst wenn man nur einen Kubikmeter Schnee wegschaufeln muss, dann bedeutet das, dass man 650 Kilogramm Schnee bewegen muss. Durch unsere langjährige Firmenerfahrung und durch viele Praxistests draußen im Schnee haben wir einfach herausgefunden, was wichtig ist, wenn es um Lawinenschaufeln geht. Und das ist ein großes Schaufelblattvolumen, ein ordentlicher Stiel, robuste Materialien, eine Räumfunktion und ein ergonomischer Griff. Die Kodiak ist unser Topmodell. Sie hat das größte Schaufelblatt mit einem Volumen von 3,1 Liter. Der Schaft und das Blatt sind aus der besten Legierung, die bei Schaufeln eingesetzt werden. Und zwar gehärteten Aluminium 6061 T6. Hohe Seitenwangen und ein ausgeprägter Mittelsteg sorgen dafür, dass das eluxierte Blatt zusätzlich versteift wird. Die Trittrillen helfen, dass man beim Fußeinsatz nicht abrutscht. Mit 88 cm verfügt sie über eine bewährte Arbeitslänge. Der Stiel ist teleskopierbar und für zusätzliche Steifigkeit oval geformt. Die gummierte Griffzone und der D-Griff sorgen für ein ergonomisches Schaufeln. Einzigartig ist die Räumfunktion. Dabei lässt sich mit nur einem Handgriff die Kodiak umbauen und ermöglicht dadurch strategisches Schaufeln bei mehreren Rettern. Der D-Griff bleibt dabei erhalten. Neben vielen Auszeichnungen hat sich die Kodiak bei vielen Rettungsmannschaften und Bergführern über die Jahre bewährt. Die ProAlo 3 ist der Hightech-Nachfolger der weltweit meistverkauften Lawinenschaufel und somit ein kompromissloses Werkzeug, wenn es um die Sicherheit deiner Kameraden geht. Das eloxierte Blatt hat ein sattes Volumen von 2,7 Liter, ist aber dennoch so packfreundlich geformt, dass es in jedem Tourenrucksack Platz hat. Die Schneide ist angeschärft und gleitet somit durch jede Schneeart. Die Trittrillen sorgen für Grip beim Fußeinsatz. Der Stiel ist teleskopierbar und bietet mit 84 cm ideale Arbeitslänge. Der metallverstärkte T-Griff kann individuell für Linkshänder oder Rechtshänder umgesteckt werden. Der Griff bietet zusätzliche Räumfunktionen. Dabei gehen Griff und Blatt eine perfekte Verbindung ein. Der hintere Griffteil kann als Zughebel verwendet werden. Bei mehreren Rettern ist die Räumfunktion die effektivste Art zu schaufeln, vor allem im hinteren Bereich der Rettungskette. Mit dem Schaufelblatt kann zusätzlich ein behelfsmäßiger Notschlitten gebaut werden, um Verletzte abzutransportieren. Die Beast ist unser Allround-Modell mit einem perfekten Verhältnis von Kraftübertragung und Packmaß. Das Blatt fasst 2,5 Liter Schnee und ist so geformt, dass es in jeden Rucksack passt. Und durch die hohen Seitenwangen und den ausgeprägten Mittelsteg hohe Steifigkeit bietet. Auch der Beast haben wir die Klauen geschärft und sie mit Trittrillen versehen. Der Teleskopstiel entspricht dem der Kodiak und gewinnt durch den ovalen Querschnitt an Steifigkeit. Die gummierte Griffzone ist garantiert vereisungsfrei und gibt perfekten Grip beim Schaufeln. Neu ist der kompakte Hybridgriff. Durch seine spezielle Ergonomie ergeben sich viele Greifpositionen und er kann sowohl von Links- wie von Rechtshändern ideal genutzt werden. Die Beast gibt es in zwei Farbvarianten sowie als Saw-Version. Im Griff ist eine Schnee- und Holzsäge integriert. Die ist für Schneemobilfahrer genauso geeignet wie zum Iglu-Bau und für Schneeprofile. Egal wie gut das Material ist, was du dabei hast, risikobewusstes Verhalten und regelmäßiges Training mit deiner Notfallausrüstung bleiben notwendig, um sicher in den Bergen unterwegs zu sein. In diesem Sinne, bleib safe und genieß den Powder.